meine Süßen, heute habe ich mal wieder ein Video für euch, was eher so ein Quasselvideo ist, weil ihr wirklich sehr viele Fragen hattet zu meinen synthetischen Dreads, die ich jetzt gerade eingeflochten habe. Und ja, ich würde sagen, ich rede einfach mal drauf los und ich hoffe, dass ich alle Fragen, die ihr mir so gestellt habt, auch beantworten werde. Als erstes, also es sind keine echten Dreads, sondern synthetische Dreads. Das heißt, die sind aus synthetischem Haar hergestellt. Und man flechtet sie nur ein mit dem Eigenhaar und kann sie somit auch wieder ausflechten, dann sind sie draußen. Also es ist nicht permanent. Man flechtet sie einfach nur ein. Und ja, ich habe mir jetzt die hier so hoch gemacht. So einfach zusammengeknotet. Ja, das ist mega geil an den Teilchens, weil man einfach, man muss sich nur einen Zopf machen und kann tausende von Knoten machen. Und man braucht nicht mal ein Haargummi und es hält. Und das ist ziemlich cool. Und ja. Synthetische Haare, ich habe mir die selber gemacht. Und zwar, zeige ich euch, habe ich hier, gibt es da so ein Kanekalon, heißt es, glaube ich, oder so ähnlich. Also so. Und das kann man eigentlich, also ihr müsst einfach mal im Internet suchen. Ich habe da zwei verschiedene, einmal habe ich es bei eBay bestellt. Da war ich aber jetzt, also das ist von eBay das Zeug, die Haare hier. Mit denen bin ich aber im Nachhinein nicht ganz so zufrieden. Weil ich da gemerkt habe, dass, also die schwarzen, die ich davon gemacht habe, das ist ja schwarzes Kanekalon, die sind ziemlich, wie soll ich das sagen, sie friemeln so ziemlich gut wieder auf. Und das ist halt ziemlich blöd, weil das will man ja nicht. Man will, dass die Dreads halten. Und das machen sie halt irgendwie nicht so gut. Und dann habe ich mir bei so einem Shop, ich glaube, das hieß irgendwas mit Dreadshop oder so, sucht es einfach mal im Internet, dann findet ihr das. Da gibt es halt ganz viele verschiedene Farben von diesem Kanekalon her und habe mir davon halt dann hier dieses Rosa gekauft, Lila und irgendwo, ich weiß nicht, ob ihr das seht, habe ich auch noch so einen Fliederton drin. Ja, die habe ich mir dann da halt gekauft und habe das dann halt ja, selbst mir gemacht, die synthetischen Dreads. Da gibt es ganz viele Tutorials für, meistens auf Englisch. Ihr müsst einfach mal gucken, weiß ich nicht genau, es gibt eine, die heißt, glaube ich, Syndreads oder so. Die macht eigentlich ziemlich viele Videos dazu, bei der habe ich mir auch wirklich viele Videos angeguckt. Ich finde, die sind ziemlich informativ, also ich habe es verstanden. Wenn man halt Englisch versteht, ist es halt kein Problem. Ja, erstmal dazu, ich habe sie halt selbst gemacht. Man kann sie auch kaufen, zum Beispiel bei Etsy oder so. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, da kann man ja Sachen kaufen. Und bei Etsy ist es so, dass sie euch das extra anfertigen, die meisten. Und es kostet halt ordentlich was. Also ich habe jetzt nur für dieses Haarzeug, ich habe glaube ich insgesamt, also meine Dreads sind relativ dick. Die meisten, die das machen, die sind etwas dünner. Und ich habe jetzt ungefähr um die 12, 13, 14 von diesen, sagen wir 12, von diesen Packungen gebraucht, also wo dieses Kanekalon her drin ist. Und eine so eine Packung, weiß ich nicht, kostet so um die 3-4 Euro. Ich will jetzt nicht lügen, aber ich glaube, so in dem Dreh ist es auf jeden Fall günstiger. Also ich habe ungefähr 40 Euro, sagen wir 40 Euro habe ich für das Haarzeugs bezahlt. Und dann braucht es natürlich ordentlich Zeit, eben wenn man das macht. Also man muss jedes einzelne tupieren, eindrehen und dann mit einem so einem Dampfgerät, was man auch noch extra kaufen sollte. Also ich habe es auch mit heißem Wasser probiert und die mit, also Boiling Water Methode heißt es. Also da gießt ihr heißes Wasser über den gedrehten Dreh drüber. Das hat bei mir überhaupt nicht gut gehalten. Und somit habe ich mir extra so ein Dampfgerät geholt, was man eigentlich benutzt, um so Hemden zu dampfen. Das funktioniert besser, aber dieses Gerät kostet halt auch nochmal 25 Euro. Ist halt auch irgendwie blöd dann. Ja, wie gesagt, wenn ich das kaufe bei Etsy, dann ist es halt teurer. Dann würde ich, die meisten nehmen so über 100 Dollar dafür. Also ist nicht unbedingt preiswert. Aber ihr solltet euch unbedingt, ja, finde ich, eine Freundin suchen, die euch das einflechten kann. Weil, also mir hat das Lou eingeflochten, die Dreads. Und das ist einfach viel schöner, weil ihr halt dann fürs Einflechten nichts bezahlen müsst. Weil sonst manche Menschen auch noch Geld dafür nehmen, dass ihr euch das einflechtet. So, ja, die Dreads sind eingeflochten. Das seht ihr jetzt gerade schlecht. Ich blende euch mal hier ein Foto ein, damit ihr das genau sehen könnt, wie die eingeflochten sind. Also, ihr habt quasi so einen ganz langen Dread. Das sind Double-Ended Dreads, die ich drin habe. Das heißt, ihr habt quasi zwei Spitzen. Also ihr habt in der Mitte den dicksten Punkt idealerweise. Und dann wird es halt nach außen hin immer dünner. Und dann habt ihr halt zwei Spitzen, klappt es in der Hälfte.
ja, flechtet eine Seite an, also mit euren echten Haaren zusammen, und dann hängt die andere halt so drüber. Und so habt ihr dann halt quasi zwei Strähnen, einmal, wenn ihr einmal flechtet, wenn ihr das versteht. Wenn nicht, dann informiert euch einfach mal über Double-Ended Dreads, Single-Ended Dreads. Da könnt ihr ganz viele Videos bei YouTube zu sehen, dann versteht ihr das vielleicht ein bisschen besser, weil das vielleicht visueller besser darstellbar ist, als wenn ich das euch jetzt nur einfach so erzähle. Und ja, was wurde noch gefragt? Also man kann die nicht färben. Kanekalon ist Kunsthaar, das kann man nicht färben. Das haben auch einige gefragt, wie ich die Farben gemacht habe, ob ich die umfärben kann, bla bla bla. Die sind jetzt so und die bleiben jetzt so. Also ich kann, wenn dann, wenn ich jetzt zum Beispiel grüne, gelbe oder was weiß ich will, dann muss ich mir grünes oder gelbes Kanekalon herkaufen, um das halt nochmal neu zu machen. Also ihr könnt nicht genau die Dreads umfärben, weil es einfach Kunsthaar ist und das funktioniert nicht. Wenn man so drauf losredet, hat man immer das Gefühl, man vergisst irgendwas. Ja, teuer habe ich jetzt euch gesagt. Ich habe dann... es schadet den Echthaaren nicht. Also nicht, dass ich wüsste. Ich finde es sogar ziemlich gut für meine Echthaare. Also hier vorne, das Haar ist ja eh nicht mit drin. Hinten die Haare, die mit eingeflochten sind. Da ist der Vorteil, dass ihr die halt viel länger nicht waschen müsst, weil sie halt eingeflochten sind. Also quasi, man sieht es halt nicht, dass es fertig ist. Und vorne den Pony, den habe ich mir zum Beispiel heute gewaschen. Nach einer Woche, glaube ich, wo ich die jetzt drin habe, fast. Ja, fast eine Woche. Sagen wir 5 Tagen, 6 Tagen. 5 Tagen habe ich die jetzt gewaschen. Und nur den Pony und die anderen Haare nicht. Waschen ist so, also man kann die, glaube ich, irgendwie waschen. Ich mache das aber nicht. Ich warte einfach, bis ich sie mir rausmache und wasche dann meine Haare. Weil Haare nicht zu waschen, auch wenn es vielleicht eklig klingt, ist eigentlich total gut für die Haare, weil ihr eben dieses Fett, was eure Haare produzieren, ist halt eigentlich die beste Pflege für eure Haare, weil da halt alles mögliche an Fetten und blablabla drin ist und somit eure Haare halt einfach so ein bisschen, ja, sind halt fettig, aber Fett ist eigentlich gut für die Haare, vor allem wenn sie trocken sind. So, und man sieht das halt hinten nicht, dass die fettig sind. Klar ist es für die Kopfhaut nicht gut, wenn man sich ewig lange die Haare nicht wäscht, aber ich lasse die auch nicht ewig lange drin. Also ich weiß nicht genau, das kommt halt drauf an. Was auch noch eine Frage war, mein Nacken, der tut schon ein bisschen weh, weil die halt echt schwer sind auf dem Kopf. Jetzt gerade mit dem Dutt ist es echt eine Erleichterung irgendwie, aber das ist schon manchmal etwas schmerzlich am Hals. Mein Kopf tut nicht weh, auch meine Kopfhaut nicht, aber mein Nacken. Aber ich bin eh so ein empfindlicher Nackenmensch. Auch wenn ich so irgendwie so Rucksäcke lange trage, tut mir auch immer der Nacken weh. Also mein Nacken tut schon weh von dem Gewicht der Dreads. Aber bla bla bla, waschen waren wir. Ich bin voll durcheinander hier mit meinem Gerede. Beim Waschen, also ich wasche die nicht, die Dreads. Ich wasche meine Haare vorne, wasche ich normal, und hinten die eingeflochtenen Dreads, die eingeflochtenen Haare, die in Dreads eingeflochten sind, die, naja, sagen wir, ich wahrscheinlich werde ich die nicht länger als 3-4 Wochen drin lassen, die Dreads, vielleicht auch weniger, ich weiß nicht, je nachdem, wann wir halt irgendwann sagen, boah, nee, kein Bock mehr, dann vielleicht ich die einfach wieder raus und dann wasche ich meine Haare halt ganz normal weiter so. Und ich habe halt beim letzten Mal, wo ich die drin hatte, obwohl ich sie nur, ich glaube, eine Woche oder so drin hatte, oder 2 Wochen, schon gemerkt, dass meine Haare danach mega, also ich habe sie halt danach gewaschen und danach waren sie halt mega schön schimmerig. Also das tut den Haaren schon gut, wenn man sie mal wirklich lange nicht wäscht. Und so sieht man halt gut aus, obwohl man seine Haare hinten nicht wäscht. Also ich finde zumindest, dass es gut aussieht. Und ja, also mein Haar hat das eher gut getan, als dass es sie irgendwie strapaziert hat. Weil, ja, geflochten sein tut den Haaren jetzt nicht so weh. Was auch noch jemand gefragt hat, ob man danach Locken hat und wie man danach Locken hat. Also ich sah aus, als hätte ich so richtig so kleine, so richtige kleine Korkenzieher-Löckchen. So mega fumm. Aber halt, wenn ihr die einmal wascht, dann sind die halt wieder eure normale, ja, Haarstruktur, die ihr eh habt. Wenn ihr halt Locken habt, habt ihr danach auch wieder Locken. Wenn ihr glatte Haare habt, habt ihr nach dem ersten Mal waschen auch wieder glatte Haare. Ist dann halt so, aber die lange Zeit, wenn ihr es draußen lasst und das dann so lockig ist, ist das schon echt lustig. Und was fällt mir noch ein, was ich euch noch sagen wollte? Ja, genau, es haben auch noch einige gefragt, wie viele ich drauf habe. Also wie gesagt, ich habe Double-Ended drauf, das heißt, dass es quasi 2 Strähnen aus einem Mal flechten werden. Und ich kann euch nicht mal exakt genau sagen, wie viele ich drauf habe. Ich schätze, es sind so um die 37, 38.
Ja, aber meine sind halt wie gesagt auch relativ dick. Ich hätte sogar noch hier hinten, habe ich einige Haare, die hätte ich noch mit einflächen können. Die haben wir dann aber draußen gelassen, weil wir keine mehr übrig hatten. Da haben wir gedacht, naja, okay, ich finde eigentlich, das sieht so auch ganz gut aus. Wir hätten sogar noch so 4, 5 hingekriegt, aber muss jetzt nicht sein. Und ich bin somit eigentlich ganz zufrieden. Zum Thema Schlafen, wie ich damit schlafe. Also am geilsten ist es auf jeden Fall, wenn man sich zum Beispiel so einen Dutt macht. Wenn der über Nacht halten sollte, das ist mega gut. Da kann man total super drauf schlafen, weil die Haare hinten nicht so drumherum fliegen. Ihr könnt auch mit offenen Haaren schlafen. Dann ist es halt nur jedes Mal, wenn ihr euch, also ich zumindest schlafe auf der Seite, also so quasi auf dem Bauch, auf der Seite so. Wenn hier das Bett ist, so. So. Und jedes Mal, wenn ich mich halt umdrehe, muss ich halt die Haare so im Halbschlaftrunk so rumschmeißen. So. Weil die halt sonst so, sonst hängt der Kopf so hinterher so. Und dann müsst ihr es halt so ein bisschen so hinterher schmeißen, auch wenn ihr einen Zopf habt, aber das geht eigentlich ziemlich leicht. Unbequem finde ich es jetzt gar nicht, darauf zu schlafen. Es ist halt einfach nur so eine Gewohnheitssache, würde ich sagen. Und ja, natürlich haben auch einige gesagt, ja, man sieht es ja voll, dass das synthetische sind, macht ihr mal echte Dreads und so. Ich finde auch, dass man es sieht, dass es keine echten sind. Ich finde es aber auch nicht schlimm, weil ich möchte jetzt nicht so mega den Anschein machen nach dem, wow, ich habe echte Dreads, weil ich einfach dazu stehe, dass ich mir keine echten Dreads machen werde und auch nicht machen würde, weil ich einfach ein zu wandelbarer Mensch bin. Und die kann ich rausflechten, reinflechten. Was meine Haare angeht, bin ich einfach so wandelbar. Da will ich einfach dauernd irgendwas Neues haben. Und deshalb wäre das halt für mich einfach nicht so gut, wenn ich halt Dreads hätte. Weil die Dreads kriegst du nicht, wenn du richtig echte Dreads machst mit deinen echten Haaren, dann kriegst du die nicht einfach mal eben rausgeflochten. Das ist, man kriegt sie vielleicht irgendwie raus, aber danach sind die Haare einfach total im Arsch. Und das möchte ich einfach nicht. Und deshalb sage ich, okay, für den Moment, dass ich halt synthetische Dreads haben möchte, flechte ich mir die ein und dann ist alles schön. Und dann habe ich das Gefühl, hey, ich kann mir super coole und einfache Frisuren damit machen. Und ich finde es halt auch einfach total schön, aber halt nicht für immer schön. Also ich denke mal, ich werde auch irgendwann sagen, boah, nee, jetzt raus mit den Dingern. Und dann bin ich auch erstmal zufrieden damit. Ja, und wie ich darauf gekommen bin, ist einfach, weil mein Dread hier, also Lou, ich meine, ich sehe sie jetzt gut leider nicht mehr so viel, weil sie jetzt Uni hat, aber sonst haben wir es halt ewig oft gesehen. Ich habe ganz oft an ihren Dreads rumhantiert und ich fand die halt mega schön. Und auch generell bei anderen Leuten, die halt echte Dreads haben, die halt total lang sind, finde ich halt einfach mega cool. Und ich wollte es halt irgendwie auch mal ausprobieren, dachte mir so, hey, echte Dreads machst du dir auf keinen Fall. Und habe halt dann so irgendwie geguckt und bin halt dann auf den Dreh gekommen, dass ich irgendwie so YouTube-Videos geguckt habe. Und bin dann halt auf diese Synthreads gekommen, also das ist halt so ein Mädchen, die macht auch sich synthetische Dreads. Und dann habe ich mich da halt so reingelesen, dachte mir so, boah geil, das willst du auch. Und ja, dann habe ich halt angefangen, mir so synthetische Dreads zu holen. Eigentlich habe ich von der Ewigkeit, als ich noch schwarze Haare hatte, ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert, das war letztes Jahr im Winter, also zu Weihnachten, da habe ich mir schon diese schwarzen Dinger geholt, weil ich mir komplett schwarze Dreads, weil ich hinten ja schwarz hatte und vorne blau und lila den Pony. Und da wollte ich mir hinten komplett schwarze synthetische Dreads reinflechten. Aber ehe ich fertig war, um die ganzen synthetischen Dreads zu machen, habe ich schon wieder eine andere Haarfarbe gehabt. Deswegen war das halt ein bisschen blöd. Und diesmal habe ich mich ein bisschen beeilt und habe es auch ein bisschen schneller hingekriegt und deshalb... Tada! Ja, mehr fällt mir jetzt eigentlich auch nicht ein. Wenn ich irgendeine Frage nicht beantwortet habe und ihr irgendwas unbedingt wissen wollt, dann schreibt mir das einfach in die Kommentare. Ich gucke vor allem immer am Anfang, wenn ich ein Video hochgeladen habe, die ersten 2 Tage, gucke ich dauernd an den Kommentaren und beantworte auch einiges, was ich euch beantworten kann. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns einfach im nächsten Video wieder und ich hab euch lieb und ich bin gespannt auf eure Kommentare.